demons. Planet, fuck you! Of peace! It's our new record! What's that? Fuck yeah! Let's fucking do this! Punisher! Ja, hallo, ich bin Grimdor. Ich bin immer noch dabei, die ungespielten Spiele in meiner Steam-Bibliothek durchzuspielen und das hier ist Tormentor x Punisher, falls ich das Spiel noch nicht ausreichend vorgestellt hat. Was soll ich zu diesem Spiel sagen? Ich bin jetzt schon um Worte verlegen, obwohl wir noch gar nicht angefangen haben. Das Spiel ist letztes Jahr erschienen, am 2. Juni 2017, um ganz genau zu sein, und ist für 8 Euro auf Steam zu haben. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein nach diesem Intro. Ich will dazu jetzt erstmal gar nichts kommentieren, sondern denke, wir spielen einfach los. Okay. Ja, das sagtest du schon. Okay. Wow. Da ist eine Menge los auf dem Bildschirm. Okay, also recht normaler Top-Down-Shooter eigentlich. Linke Maustaste feuern mit dem Maschinengewehr, rechte Maustaste anscheinend die Shotgun. Und das Maschinengewehr muss immer mal wieder nachgeladen werden, wie es aussieht. Da muss man die Shotgun benutzen. Ja, genau, da muss man die Shotgun benutzen, sonst geht da gar nichts. Mhm. Und viel mehr gibt es im Moment wohl nicht dazu zu sagen. Also, wir sind in einem Quadrat eingesperrt. Und viel mehr als hier durch die Gegend zu laufen und einfach beide Feuertasten zu drücken, kann ich nicht tun. Und anscheinend haben wir schon den ersten Bosskampf. Ein Typ namens Gutshank, habe ich das richtig gelesen? Okay, okay, nicht in die Ecke treiben lassen. Rumlaufen. Okay, ich hätte vielleicht diese großen Platte hier, was ist das, ein Sägeblatt? Dem hätte ich mich vielleicht nicht so entgegenlaufen sollen. Und der Monster beleidigt uns auch noch. Okay. Okay, 18.725 Punkte haben wir. Und okay, die heutigen Scores. Wir sehen, der unterste ist bei 26.900. Das war doch gar nicht mal so übel, oder? Ich weiß nicht. Die All-Time-Scores sind wir bei über 1 Million. Und hier, okay, das ist nur noch... sind nur noch die Freunde. Da ist natürlich jetzt niemand da, der dieses Spiel gespielt hat. Ja, und das war's dann auch schon. Das sind alle Highscores. Okay, und wenn ich einfach nur mit dem Maus klicke, dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Ich weiß nicht, also es scheint wohl keine weiteren Levels zu geben in diesem Spiel, nehme ich an. Ich glaube nicht, dass man da noch was freischaltet nach diesem Level hier. Also ich glaube nicht, dass es überhaupt ein Ende dieses Levels gibt. Sondern es ist wohl eins dieser Spiele, wo es einfach nur darum geht, einen Highscore zu erreichen, in diesem einen Level, der einem geboten wird. Und, tja, keine Ahnung, was das hier vielleicht später noch zu bieten hat, dieser Level. Was da vielleicht noch an anderen Monstern oder Upgrades oder so kommt. Oh, diesmal war ich aber schlecht, oder? Wow, diesmal war ich richtig schlecht. Na, das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Also zwar hatte ich ja nicht mal ein Drittel der Punkte, die ich vorhin hatte. Okay, machen wir das gleich nochmal. Vielleicht muss ich da irgendwie so ein bisschen Taktik benutzen. Vielleicht erstmal hier so in der Ecke stehen bleiben und dann kann mir schon mal niemand mehr in den Rücken fallen. Wobei, ja, so richtig scheint das jetzt auch nicht zu funktionieren. Ja, also kein Spiel, über das man sehr viel sagen könnte, ehrlich gesagt. Ich meine... es ist ein Top-Down-Shooter, es geht um die Highscore-Jagd und damit ist im Grunde alles gesagt. Alles andere könnt ihr wahrscheinlich selbst sehen. Oh mein Gott, ich bin schon wieder gestorben.
Das war nicht viel besser als gerade eben. Also nach dem ersten Durchgang, nachdem ich da mehr als 18.000 Punkte hatte, dachte ich, das werde ich doch jetzt wohl schaffen hier. Vielleicht schon im zweiten auf die Highscore-Liste zu kommen. Also zumindest auf die für den heutigen Tag natürlich. Also nicht auf die All-Time-Highscore-Liste mit mehr als 1 Million Punkte. Das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Aber diese 26.000, das könnte ich doch wohl knacken, oder? Okay, diese Schildträger hier, die sind ein bisschen komplizierter. Also da scheint dann schon mit der Zeit, scheinen dann schon immer schwierigere Gegner zu kommen. Bei denen man so ein bisschen Taktik braucht, oder was heißt Taktik? Ich nehme mal an, dass es irgendwie einen Trick gibt, mit dem man die ordentlich erledigen kann. Ohne die ganze Zeit einfach nur vor ihm wegzurennen, so wie ich das hier gerade gemacht habe. Der Typ da, der schießt mit irgendwelchen blauen Flammen oder so. Okay, diesmal müsste ich es wenigstens wieder zum Bosskampf schaffen, oder? Oder? Ja. Wieder Gatschenk. Wahrscheinlich ist das einfach der erste Boss. Mal schauen, wie... Oh. Oh, das war wieder nicht so gut wie meine erste Runde. Komisch. Puh. Also das will ich so wirklich nicht auf mir sitzen lassen, dass ich beim ersten Mal noch am besten war. Ich würde schon dann wenigstens einmal in diese Tages-Highscore-Liste kommen. Das wäre dann ein guter Abschluss für das Video. Weil ich meine, mehr habe ich zu dem Spiel, glaube ich, wirklich nicht zu sagen. Und ich glaube, ich brauche auch nicht mehr zu zeigen, oder? Ja. Wisst ihr was? Ich spiele es nochmal einfach ein bisschen weiter. Oder vielleicht auch nochmal einen Blick ins Optionsmenü, ob da bei der Steuerung noch irgendwas ist, was ich verpasst habe hier. Ob es da noch irgendeinen Trick gibt, der mir helfen könnte. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich es endlich geschafft habe, in diese Highscore-Liste zu kommen. Also ich nehme so lange weiter auf und dann zeige ich euch den entsprechenden Run dann zum Beweis. Ja, okay, ich bin hier auch schon wieder gestorben. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ich während ich rede vielleicht tatsächlich noch den Highscore knacke. Aber nein, nein, wir schneiden hier und ich melde mich dann gleich wieder, wenn ich es geschafft habe. Das kann ja nicht wahnsinnig lang dauern, oder? Ja, und tatsächlich habe ich es inzwischen geschafft. So wahnsinnig lang hat es wirklich nicht gedauert. Vielleicht noch so 15 Minuten oder so, ja, vielleicht auch 20, die ich da noch weitergespielt habe, bis ich es geschafft habe. Und jetzt seht ihr die Aufnahmen hier im Hintergrund. Das ist jetzt allerdings noch nicht der Run, in dem ich dann tatsächlich auf die Highscore-Liste gekommen bin, sondern einer, der ein bisschen früher war. Den habe ich jetzt noch mit reingeschnitten, weil ich euch noch ein bisschen was anderes sagen will und auch zeigen will. Ich habe übrigens im Optionsmenü nachgeschaut, ob das Spiel auch irgendwas zu bieten hat, was ich vorher nicht kapiert habe. Was die Grundmechaniken angeht, ist das nicht so. Also es gibt tatsächlich nur dieses Maschinengewehr, diese Shotgun, nur diese zwei Feuertasten eben und ansonsten nur die Bewegungstasten, also mehr ist da nicht. Allerdings kann man die Punkte werden je nachdem vergeben, wie kreativ die Art und Weise ist, auf die man die Gegner tötet, aber ich weiß nicht genau, was das heißt. Also mehr sagt mir das Spiel dazu nicht. Ich weiß nicht genau, was man da für kreative Arten finden kann. Und das ist jetzt das, was ich euch eben noch zeigen wollte. Es ist nämlich nicht immer derselbe Boss, gegen den man da am Anfang kämpft. Da hatte ich am Anfang einen falschen Eindruck, weil wir zufällig zweimal hintereinander denselben Boss hatten. Jetzt habt ihr gesehen, hier hatten wir einen ganz anderen. Ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen. Und den habe ich tatsächlich auch geschafft in diesem Run hier. Trotzdem ist das hier, wie gesagt, noch nicht der Run, in dem ich in der Highscore-Liste gelandet bin. Aber ich war ganz, ganz, ganz knapp dran. Wie ihr auch gleich sehen werdet. Ja, trotzdem werde ich wieder verspottet. Ja, 26.775 und ich hätte 200 Punkte mehr gebraucht. Tja, dann wäre ich schon früher fertig gewesen. Naja. Was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe in den Steam-Reviews nochmal nachgeschaut. Die sind nämlich wahnsinnig positiv für dieses Spiel. Ich glaube 94% oder 92% positiv. Also wirklich sehr, sehr positiv bei, naja, nicht sehr vielen Reviews, aber doch über 100 auf jeden Fall. Und ich habe mich gefragt, wieso? Also 8 Euro ist jetzt ja nicht teuer, aber für so ein Spiel, das bloß einen einzigen Level hat und wirklich so simpel gestrickt ist und auch nicht gut aussieht, sind das eine Menge gute Reviews. Und anscheinend hat das Spiel doch mehr Tiefgang, als man auf den ersten Blick vielleicht vermuten könnte. Also da gibt es eine ganze Menge Dinge, die man wirklich lernen und trainieren kann mit Querschlägern, die man gegen die Wand schießt oder mit den Upgrades, die da noch reinkommen, von denen ich noch wirklich gar keine Ahnung habe.
Ja, da sind jetzt auch noch so ein paar Runs dabei, die nicht so gut gelaufen sind, wie man hier gerade sieht. Ja, also mit den Upgrades, von denen ich keine Ahnung habe, mit anderen Dingen, mit diesem Gegner abfackeln und so weiter, wie das geht. Also da gibt es eine Menge Dinge, die man lernen kann und da kann man anscheinend eine Menge Zeit rein investieren in dieses Spiel, um da gut drin zu werden. Das ist aber etwas, worauf ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust habe. Also wenn ich irgendwie Zeit drauf investieren will, wenn ich da Lust drauf hätte, Zeit zu investieren, in einem Spiel gut zu werden, dann würde ich mir eins aussuchen, das besser aussieht und mehr zu bieten hat. Dann würde ich mir vielleicht Dark Souls raussuchen, das ich, wie ich leider gestehen muss, nie durchgespielt habe. Keines der Dark Souls Spiele. Ich habe alle gespielt, aber keines durchgespielt. Dann würde ich versuchen, darin gut zu werden und nicht hierin, in diesem einen Level. Aber für Leute, die das mögen und die eben auch auf dieser Highscore-Jagd stehen, bietet das anscheinend eine Menge Material, eine Menge Möglichkeiten zu lernen und besser zu werden. Und das ist dann natürlich ja gar nicht mal so schlecht für so ein Spiel. Nur ich selbst werde da jetzt nicht tief genug einsteigen, um das wirklich richtig beurteilen zu können. Ich sehe nur das, was ich jetzt hier eben gespielt habe. Und das ist nicht schlecht. Also mir hat das Spaß gemacht, die paar Minuten, die ich gespielt habe. Und es ist auch schön zu sehen, dass es immer wieder andere Bosskämpfe gibt. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele gesehen. Aber zwei haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gesehen. Mit dem dritten werdet ihr auch noch sehen, wenn wir zu diesem Run kommen, in dem ich dann wirklich Erfolg hatte. Also jedenfalls mäßigen Erfolg. Und da hat das Spiel dann auf jeden Fall schon noch etwas mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick annehmen könnte. Also die Bosse sind tatsächlich recht vielfältig und kreativ. Da scheint es eine Menge davon zu geben. Wie viele kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ich habe dann schon eine Handvoll gesehen in den paar Minuten, die ich es gespielt habe. Und ich nehme halt stark an, dass es dann später im Spiel auch noch größere, stärkere Bosse gibt oder noch mehr Bosse. Und wahrscheinlich auch noch mehr Gegner. Also das Spiel scheint endlos weiterzugehen und dann auch genug Material zu haben, um auch viel Zeit zu füllen und sich nicht nur zu wiederholen dabei. Also das muss man immer schon positiv anrechnen. Trotzdem, also 8 Euro, das ist halt wirklich sehr einfach gemacht und sehr stark reduziert und hat sehr wenig Umfang. Ah, da seht ihr jetzt, ist nochmal ein neuer Boss da. Ist das jetzt schon der Run, in dem ich nicht, ich glaube, es ist immer noch nicht der Run, in dem ich so gut war, aber ihr seht, hier wieder ein ganz anderer Boss, der nochmal ganz anders funktioniert. Aber ich bin halt auch echt überfordert mit so viel Zeug und Blut auf dem Screen, das gleichzeitig überall spritzt und den Gegnern und das ist mir zu viel. Also das ist auf jeden Fall mal kein Spiel für mich, das kann ich schon mal sicher sagen. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo ich es eigentlich reinpacken soll am Ende. Also für diejenigen, die das nicht kennen, ich packe das Spiel ja am Ende immer in eine von 3 Playlists, zu den guten, zu den schlechten oder zu den mittelmäßigen. Und ich denke, dass sie bei den mittelmäßigen landen. Es ist nicht schlecht genug, um es wirklich zu den schlechten reinzupacken. Also es will ja auch nicht viel mehr sein als das. Es ist eben so eine Highscore-Jagd und kurzweilige Action für zwischendurch. Und das macht es jetzt nicht so schlecht. Das ist nur jetzt nicht unbedingt das, was ich haben will. Aber ich kann es halt auch, selbst für Leute, die das mögen, nicht so wirklich empfehlen, das für 8 Euro zu kaufen, ehrlich gesagt. Also es gibt eine Menge Spiele, die irgendwie eine Highscore-Jagd bieten und die dabei besser aussehen. Und es gibt auch eine Menge Spiele, die solches Gameplay hier bieten, solche Top-Down-Shooter, die müssen darauf basieren, dass man irgendwelche Wellen bekämpft und haufenweise Gegner niedermetzelt. Also solche Spiele wie Crimson Land oder so. Und die bieten dann halt sehr viel mehr Levels und so weiter. Also das würde ich dann sowas lieber spielen als das hier, ehrlich gesagt. Aber das ist eben auch Geschmackssache. Und ja, das ist jetzt der Run, in dem ich tatsächlich auf die besten Liste gekommen bin. Also auf die Tagesbestenliste natürlich nur. Aber immerhin. Also das war wichtig für meinen Stolz. Ihr seht, da kommt schon gleich noch ein zweiter Boss nach dem ersten. Aber da habe ich dann nicht mehr lange überlebt. Ja, es hat gerade so gereicht. Trotzdem werde ich auch hier wieder verspottet, aber ja, gut, das ist eben so. Ja, fast 30.000 Punkte. Reicht für den 13. Platz. Und damit bin ich dann auch zufrieden. Ich denke, ihr habt alle genug gesehen, um selbst beurteilen zu können, ob euch das die 8 Euro wert ist oder nicht. Ich würde da jetzt nicht unbedingt dazu raten, das zu kaufen zu diesem Preis. Aber wenn ihr das in einem
Bundle sieht günstig. Oder wenn ihr sowieso schon in eurer Bibliothek habt, dann könnt ihr da ruhig mal reinschauen und schauen, ob das vielleicht für euch was ist. Für mich ist es nicht so direkt was, aber schlecht ist es nicht. Also gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald, euer Grimdor.